Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Karte von Thüringen 2.0 Version 2. Wir fahren noch eine Fuhre Heu und dann haben wir auch erledigt. Und dann können wir nachher Silage über Nacht machen. Nebenbei fährt noch ein Feld 38 ein Düngefahrzeug und düngt schon mal die Wiese, damit wir im Frühjahr voll zuschlagen können. Ja, so müssen wir sehen heute Abend, ob da noch ein Wachstumsstufe kommt für Soja, ob wir die noch ernten können. Ob heute, na heute nicht mehr, aber es gibt zu morgen. Mal schauen, ne, ob es reif wird. Wir haben jetzt frühen Herbst, und der späte Herbst müsste bald reif werden normalerweise. Ja, die Silage muss ich gleich mal. Ups, ja, die Bremse ist nicht so wunderschön, ne? Da fahren wir erstmal den anderen weg. Gut, da hat durch den Anhänger gelaufen, ne? Ja, wir müssen den mal wegfahren, der ist voll. Und schon mal einen anderen Anhänger hinhängen. Den stellen. Nicht hinhängen, den stellen. So. Abkoppeln und Hexelgut 95%. Ach so. Das flackt ein bisschen was drin, ne? Na gut, okay. Abdecken, ne? Ja. Also der Anhänger ist da. Das ist viel zu komisch da. Ja, wir müssen noch ein bisschen die Lage aufladen, das kann ja in aller Ruhe nebenbei laufen. Dauert immer ein bisschen. So, 5 Minuten dauert garantiert. Und da müssen wir dabei sein. Geht mal rein. Hier, wie das hier die Ecke ist, die wird es nicht gehen, aber mal sehen, hier vorne vielleicht noch. Ansonsten, ups, musste hier ein bisschen mit Besen hier reingehen und da vorne muss auch noch gemacht werden. Aber das machen wir, wenn es soweit ist. Aktuell 2 Millionen, hab 5 Millionen rausgeholt. Wahnsinn. Also den, ach so, wieder richtig. Ja, jetzt fahren wir mal zurück zum Händler, holen uns einmal noch einmal Vollballen und dann dürften wir auch eine ganze Weile Ruhe haben. Hoffen wir mal, dass es im Winter reicht. Das ganze Futter bis im Frühjahr, bis wieder Salat schieben. Und das dauert ja ein bisschen, ne? Stroh wird reichen, das ist locker voll. Lager ist auch so ziemlich voll. Alles gut. Und Stroh brauchen wir nicht so viel. Am meisten brauchen wir Heu, das ist das ganze Problem. Dieses Jahr konnten wir kein Heu machen. Zum einen, weil keine Fläche vorhanden war für Gras. Zum anderen, was fehlte, war vor allen Dingen auch das Wetter. Wir hätten eine Heutrocke machen müssen. Und das Geld war einfach nicht da. Also müssen wir jetzt mal Heu kaufen. Und dann haben wir auch eine Weile Ruhe und dann können wir ja sagen, okay, die BKH bringt heute ein bisschen Geld, nicht viel, also ich habe ja nicht viel abgeliefert. So, jetzt haben wir halt, können wir ein bisschen die Zeit beschleunigen. Es ist dunkel, aber wir schneller auf 30. Das ist der Strom auch weg bei der Beschleunigung, ne? Weil der verbraucht ja jetzt nachts mehr, also ist ja kein Problem. Wenn fertig ist, fertig. Wir müssen ja nichts verkaufen. Mischrock können wir hier sowieso nicht verkaufen. Aber wenn es fertig ist, ist es fertig. Das ist auch okay. Die nächste Lade wollte ich noch reinkippen in die Lade. Die zwei Achse. Vorbeigefahren. Und die Kreuzung hat fast kein Licht. Aber die Werbetafel. Ne, macht ja nichts.
Dunkel ist hier so schön, ne? So, rein zum Ende. Ein bisschen mehr Licht habe ich schon noch gehabt. Ah. Haben wir nicht gesehen im Spiegel. Null. Das muss ich muss spätestens jetzt die Mods rausnehmen. Und einmal Cosplay, ohne Cosplay starten und dann wieder mit. Und dann mal aktivieren. So, jetzt brauchen wir noch 38 Ballen. Aber Heu. Kein Stroh. 38, das sind. Jetzt mache ich es jetzt peinlich. 8 kaufen. Okay. Kaufen. 16. Kaufen. 24. Kaufen. 32. 4, 6. Machen wir es einfach. 33, 32, 34, 35, 36, 37, 38. Bin sehr gespannt, ob ich hingekriegt habe. Nee, aber wieder verzählt. macht ja nichts. Der Ball wird jetzt nicht schlecht, wenn kein Regen kommt. Na gut, dann ist das Pech. Wegen einem fahre ich jetzt nicht los. So, machen wir jetzt kurz Deckel zu. Und dann fahren wir zurück. Mal die Innensicht. Ja, der Düngerfahrzeug, ne, der ist ja quasi bei. Und dass kein KI-Verkehr fährt, das wäre eine Katastrophe. Alle Ballen sind da. Passt. So. Hat gleich die Uhr. Gute Rennen. Wenn ich gerade irgendwo im Graben lande, ist es gut. Weil ich sehe nur die ersten paar Meter. Das ist ja furchtbar. Das ist ohne Sonnenblende, kommt auch noch hinzu. Das macht es so dunkel, ne? Ist da ohne Sonnenblende oder täuscht das? Oder sind nur so quer? Eine Kurve, das habe ich gehabt. Auf 8, wenn ich eine Kurve fahre, ob es da geradeaus heller wird. Oder ob es daran liegt, dass wir gerade bergab fahren. Ich weiß nicht. Guck mal, so fährt. Nee. Oh, Baum. Förmlich wie ein Strich schwarz. Und man tagsüber auch achten, ob das auch warum dunkel ist. Dunkler ist als normal. So, was ist hier? Eine Kreuzung, 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 Kreuzung. Ich glaube, der ist noch nicht voll. So. Oder kriegen wir die Ecke noch mit? Schwierig, ne? Müssen wir eigentlich versuchen. Das heißt so.
dann den anderen entsprechend da Motor starten. Nach links fahren. Den. Ich gehe nach vorne, ne? Also Crossplay ist auch blöd. Läuft das nun? Jo. Gut, der kriegen wir auch noch mit hier. Denkst du was? Pustekuchen. Wir wollen nichts verschenken hier. Soweit wie möglich. Einnahmen bis 40.000, das war klar. Dass es da nicht so viel wird, aber wir haben ja kaum was hingefahren. Ne? Ich glaube, ein oder zwei Hänger. Jo. Wichtiger war, dass wir unsere Futter mal Strom kriegen. Ja, nächstes Jahr wenn wir halt das Heu machen, nützt ja auch nichts. Einmal kräftig Heu, einmal kräftig Silageballen. Ja, das jetzt will er nicht mehr. Ah, keine Chance. Und dann nicht auf. Macht nichts, dann nehmen wir die vorne bei. Nehmen wir die Ecke mit, ne? Wir kommen ja nicht hier ran mit dem Gerät. Die gesamte Breite wird normalerweise komplett weggenommen. Das ist halt so. Aber es wird nur eine Ecke. Von daher ist es nicht ganz so dramatisch. Sag mal so. So, jetzt haben wir noch die Ballen. Das machen wir an festmachen hier. Jetzt. Noch einen verlieren hier. So. Das sieht gut aus. Ordentliche Arbeit, absolut, keine Kollision. So nicht. Na, Strom ist 5000 genau. Aber er verarbeitet so nach und nach, ne? Wir müssen mal nach vorne fahren. Machen wir Deckel auf. Gut, dann können wir den Rest aufladen nach und nach und dann nachher entsorgen. So, die Uhrzeit. Gehen wir ganz kurz rüber zum Silage. Ja, Düngerfahrzeug ist jetzt voll da. Aber Unkraut wächst schon, also Unkraut macht bei Gras nichts.
So. So fleißig bei. So, liebe Leute, das soll es vorhin gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Tschüss.